ein herzliches Willkommen und ein Moin hier aus unserer schönen Hamdorfer Kirche von meiner schönen grünen Decke. Wissen Sie, was ich an Lego so mag? Es bietet so viele Möglichkeiten. Man kann die vorgefertigten Modelle bauen und sich daran erfreuen, aber man kann noch so viel mehr. Und aus dem Haufen entsteht dann etwas ganz Neues. Dieselben Steine und dann von dem Auto zum Hubschrauber, zum Haus, zum was auch immer. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dieselben Steine können plötzlich etwas ganz anderes. Da kenne ich noch was, was das kann. Wir Menschen können das. Wir sind kreativ, das kann man in diesen Tagen schon immer wieder erleben. Wir Menschen können von vorne beginnen. Wir können das, was wir brauchen, werden. Manchmal fällt das schwer. Ich höre in diesen Tagen auch immer wieder, ich wünsche mir den Alltag zurück. Wir müssen kreativ sein in dieser Zeit. Den Alltag zurück. Manchmal tut es auch gut, einfach das Gewohnte zu tun. Manchmal fehlt mir auch die Kraft, um alles neu zu erfinden, mich neu zu erfinden. An dem heutigen Sonntag, es ist der dritte Sonntag nach Ostern, der den Titel trägt Jubilate, lobet den Herrn. Ja, Jesus sagt uns zu, ich kann deine Kraft sein. Und er verwendet das Bild des Weinstocks. Ihr seid die Reben, sagt er zu uns. Und er ist quasi die Triebkraft, der Saft, der in den Reben steckt. Die Kraftquelle. Wir Menschen brauchen Kraft, um neu anzufangen, um neue Wege zu gehen. Das schaffen wir nicht aus uns selbst. Gott sagt, ich bin für dich da. Ich kann diese kreative Kraft sein, die dich verändert. Vielleicht ist es gerade in unserer Situation gut, sich daran zu erinnern. Gott gibt mir Kraft. Ich muss gar nicht alles selbst schaffen. Und das gibt uns vielleicht Mut, nach vorne zu schauen. Die bösen Nachrichten, die uns immer wieder gesagt werden von unserer Zukunft, ein bisschen geduldiger zu ertragen und dann vielleicht so manche Kreativität an den Tag legen, auch in Zukunft. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott loben können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Momente haben, um fröhlich zu sein. Und dass Sie, wenn Ihnen es nicht so gut geht, Sie Geduld haben und die Hoffnung in Gott setzen. Er ist bei Ihnen, in den guten Tagen und in den schweren Zeiten. Bleiben Sie behütet. It may be lucky and it might be
Wir stehen hier am Taufstein unserer Hamdorfer Kirche. Der Taufstein erinnert uns, auch wir sind getauft mit dem lebendigen Wasser. Und das wollen wir Gott bitten. Lasst uns beten. Gott, diese Welt ist im Moment verrückt. So fühlt es sich für uns an. Jeden Tag müssen wir neu entdecken, wie sie funktioniert, diese Welt. Wir brauchen Kraft, unseren Alltag zu bestehen. Schenke uns von dieser Kraft, von diesem lebendigen Wasser, dass wir jeden Tag getrost aus deinen Händen nehmen dürfen. Schenke uns das lebendige Wasser, damit wir unsere Welt in unseren Orten verändern können. Schenke uns das lebendige Wasser, das uns verändert und neu beginnen lässt jeden Tag. Schenke uns das lebendige Wasser, dass wir unsere Welt verändern mit dem Guten, das es braucht. Lass uns Zuversicht finden für die Zukunft. Lass uns hoffnungsvoll voranschreiten. Denn wir wissen uns getragen durch dich, gestärkt durch dich. So sei uns nahe in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Nimm von uns die Angst und gib uns von dem lebendigen Wasser. In der Hoffnung, dass du da bist, beten wir gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit der Kraft Gottes unter seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Dass wir uns sehen, Gott hat uns diese.